Du nutzt den Google Assistant bislang nur, um nach dem Wetter zu fragen? In diesem Video zeigen wir dir, wie du die intelligente Android-Sprachsteuerung clever im Alltag einsetzen kannst. Der Google Assistant ist die Antwort des US-Unternehmens auf Apples Siri und Amazons Alexa. Seit 2017 ist die Software mit der Google-App standardmäßig auf allen Android-Smartphones vorinstalliert. Dein persönlicher digitaler Assistent hat heute auf fast jede Frage in Sekundenschnelle eine Antwort und kann dir auf verschiedene Arten deinen Alltag erleichtern. Durch maschinelles Lernen lernt die Google-Software immer weiter dazu und lässt sich so für immer mehr Dinge einsetzen. Die praktischsten Anwendungsfälle zeigen wir dir jetzt am Beispiel des Google Pixel 4. Da wir beim Dreh kleinere Funktionsunterschiede zwischen den Android-Smartphones festgestellt haben, haben wir für ein paar Anwendungsfälle zusätzlich auf das Samsung Galaxy S21 Plus zurückgegriffen. Beide Geräte laufen mit Android 11. Wenn du keine Lust hast, selbst etwas in die Google-Suchmaschine einzutippen, dann frag doch einfach deinen Google Assistant. Du kannst dabei weit mehr Informationen abfragen als einfach nur das Wetter. Von Nachrichten und detaillierten Wissensabfragen bis hin zu Sportergebnissen und klassischen Internetsuchen kannst du deinen Assistenten alles fragen. Okay, Google. Spiele die Tagesschau in 100 Sekunden. Hier sind die Nachrichten. Von Tagesschau in 100 Sekunden, heute um 5 vor 8. Wie haben die Berliner Eisbären letzte Woche gespielt? Ich habe das hier im Web gefunden. Wie hoch ist das Brandenburger Tor? Das Brandenburger Tor ist 26 Meter hoch. Wie spät ist es gerade in Tokio? Es ist 17 Uhr in Tokio, Präfektur Tokio, Japan. Suche nach iDoc Europe. iDoc Europe, bitte sehr. In unserem hektischen Alltag ist es oft schwer, den Überblick über alles zu behalten. Auch hier kann ich der Google Assistant unterstützen und zum Beispiel Termine im Google-Kalender, Erinnerungen und Notizen für dich erstellen, die du jederzeit abfragen kannst. Okay, Google. Erstelle eine Notiz. Wie soll sie lauten? Steffis Geburtstag. Notiz wird gespeichert. Zeige mir meine Notizen. Du hast 2 Notizen. Erstelle einen Termin. Wie soll der Termin heißen? Zahnarzt. Okay, wann ist der Termin? Morgen um 14 Uhr. In Ordnung. Zahnarzt morgen um 14 Uhr. Möchtest du das speichern? Ja. In Ordnung. Ich habe es eingetragen. Zeig mir meine Termine für diese Woche. Es gibt 2 Einträge im Kalender. Dein nächster Eintrag ist Steffis Geburtstag morgen um 15 Uhr. Hier alle Einträge im Überblick. Erinnere mich an Zahnarzt. In Ordnung, Zahnarzt. Wann soll ich dich daran erinnern? Auch zum Stellen von Weckern und Timern ist der Assistant der perfekte Ansprechpartner. Stelle einen Wecker. In Ordnung. Für wann ist der Wecker? Morgen früh um 8. In Ordnung. Dein Wecker ist für morgen um 8 Uhr gestellt. Countdown. 10 Sekunden. Um dir deinen Alltag zu erleichtern, hast du auch die Möglichkeit, wiederkehrende Aufgaben und Abfragen unter einem einzigen Befehl zusammenzufassen und eine Reihenfolge festzulegen, in der sie ausgeführt werden sollen. Sagst du zum Beispiel Okay Google, guten Morgen, guten Nachmittag oder guten Abend, erhältst du je nach Einstellung das Wetter, bevorstehende Termine etc. Schlafenszeit. Hallo, willkommen zum Schlafenszeitablauf. Gehen wir ihn gemeinsam durch. Zuerst lass uns einen Wecker für morgen einstellen. Für welche Uhrzeit soll ich den Wecker stellen? Morgen früh um 8. Klar, dein Wecker ist für morgen um 8 Uhr gestellt. Als nächstes werde ich Naturgeräusche abspielen, um dir beim Einschlafen zu helfen. Gute Nacht. Wenn du wissen willst, wie genau du einen Ablauf definierst, dann schau unbedingt bei unserem vorherigen Google-Video vorbei. Dort haben wir das ganz genau beschrieben. Wir verlinken dir das Video unten in der Infobox.
Steht der Wocheneinkauf bei dir an, kannst du deine digitale Einkaufsliste mit dem Assistant in 0, nichts erstellen, ergänzen und jederzeit aufrufen. Dasselbe funktioniert übrigens auch für To-Do-Listen. Okay, Google. Füge Eier zu meiner Einkaufsliste hinzu. Alles klar, ich habe Eier hinzugefügt. Zeig mir meine Einkaufsliste. Du hast 2 Dinge auf dieser Liste. Erstelle eine To-Do-Liste. Okay, ich erstelle eine Liste mit dem Namen To-Do. Was möchtest du hinzufügen? Geschenk kaufen. In Ordnung. Ich habe eine Liste mit dem Namen To-Do erstellt und Geschenk kaufen hinzugefügt. Über das kleine Schnappschuss-Symbol des Google Assistant erhältst du eine Übersicht deines Tages und kannst auch auf deine erstellten Listen und Termine zurückgreifen. Auch beim Thema Navigation ist die Google-Software super praktisch. Durch einen kurzen Sprachbefehl wird Google Maps automatisch geöffnet und die Route berechnet. So hast du beide Hände frei und kannst dich voll und ganz auf den Weg konzentrieren. Navigier mich nach Hause. Okay, nach Hause. Wegbeschreibung zum Berliner Fernsehturm. Die beste Möglichkeit, um mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Berliner Fernsehturm zu kommen, ist die Linie S5 um 10.52 Uhr von Sawignyplatz. Das ist von hier etwa 8 Minuten zu Fuß. Du brauchst etwa 24 Minuten. Mit dem Google Assistant kannst du sogar ein Selfie machen und bestimmte Fotos wiederfinden. Allerdings nur Fotos, die du in der Google Foto App hinterlegt hast. Okay, Google. Mach ein Selfie. Alles klar, mach dich bereit. Zeige mir meine Fotos von Katzen. Hier sind deine Fotos von Katzen. Du kannst den Google Assistant übrigens auch auf deinem iPhone nutzen, vorausgesetzt du hast die Google App installiert. Alternativ steht dir die iOS-interne Sprachsteuerung Siri zur Verfügung. Wie du Siri konfigurierst und im Alltag clever nutzt, zeigen wir dir in einem anderen Video. Wir verlinken es dir in der Infobox. Bist du im Ausland und sprichst die Landessprache nicht, spring ganz einfach dein Google Assistant als Übersetzer ein. Sprachbarrieren sind so kein Problem mehr. Was heißt auf Englisch, wie komme ich zur nächsten U-Bahn-Station? Auf Englisch würdest du How do I get to the next subway station sagen. Sei mein deutscher Übersetzer. Gerne. Wähle die Sprache aus, in die ich übersetzen soll. Französisch. Alles klar, Französisch. Los geht's. Wo gibt es die besten Baguettes in Paris? Où sont les meilleures baguettes de Paris? Auch beim Umrechnen von Währungen musst du dir mit dem Google Assistant nicht mehr den Kopf zerbrechen. Die Software lässt sich sogar anstelle der Taschenrechner-App nutzen. Was sind 500 Euro in Pfund? 500 Euro entspricht 431 Pfund 6. Was ist 33% von 150? Die Antwort lautet 49,5. Super praktisch im Urlaub oder im Ausland ist natürlich auch die Abfrage von Orten, wenn du dich in einer Umgebung nicht auskennst. Okay, Google, zeige mir Restaurants in der Nähe. Ich habe in deiner Nähe mehrere Einträge zum Thema Restaurants gefunden. Sehenswürdigkeiten in meiner Nähe. Ich habe in deiner Nähe mehrere Einträge zum Thema Sehenswürdigkeiten gefunden. Erzähle mir etwas zur Uhr der fließenden Zeit. Laut Wikipedia, die Uhr der fließenden Zeit ist eine 13 Meter hohe Wasseruhr im Berliner Europacenter, die sich über 3 Etagen erstreckt. Willst du Einstellungen an deinem Smartphone vornehmen, kann dir der Google Assistant ebenfalls behilflich sein. Du kannst zum Beispiel die Displayhelligkeit einstellen, deine Taschenlampe ein- und ausschalten, sowie Bluetooth und WLAN deaktivieren. Beachte dabei aber, dass der Assistant ohne Internetverbindung nicht oder nur noch eingeschränkt funktioniert. Okay, Google. Verringer die Displayhelligkeit. Helligkeit wird verringert. Erhöhe die Displayhelligkeit auf das Maximum. Helligkeit wird angepasst.
Schalte die Taschenlampe ein. Stelle die Lautstärke auf 0. Erhöhe die Lautstärke um 50%. Schalte WLAN aus. Mit dem Sprachassistenten kannst du auch Apps öffnen und zwischen ihnen hin und her springen. Lasse so ganz unkompliziert deinen Lieblingssong abspielen oder schaue dir einen Trailer auf YouTube an. Öffne YouTube. Einstellungen öffnen. Spiele Jazzmusik auf YouTube. Nervt dich das Tippen von langen Nachrichten? Der Google Assistant schafft hier Abhilfe. So sind Text- und Sprachnachrichten in 0,0 verfasst und versendet. Okay, Google. Sende eine Nachricht an Sabine. Hallo, wie geht's? Auch Anrufe kannst du ganz einfach per Sprachbefehl tätigen. Rufe Sabine an. Wusstest du, dass der Google Assistant Entertainer-Qualitäten hat? Er kann Beatboxen, Zungenbrecher sprechen, Witze erzählen und noch viel mehr. So wird dir garantiert nie wieder langweilig. Okay, Google. Wirf einen Würfel. Du hast eine 5. Zeig mir eine Zufallszahl. Hier ist eine Zufallszahl. 26. Zungenbrecher. Mischwasserfischer heißen Mischwasserfischer, weil sie im Mischwasser Mischwasserfische fischen. Erzähle einen Witz. Ich kann mich nicht entscheiden, vielleicht der hier. Unterhalten sich zwei Kerzen, fragt die eine, ist Wasser eigentlich gefährlich? Sagt die andere, davon kannst du ausgehen. Wie macht ein Elefant? Das ist ein Elefant. Lass uns ein Spiel spielen. Alles klar. Was möchtest du ausprobieren? Wer wird Millionär? Starten wir Wer wird Millionär? Beatbox. Ich habe mal einen Beat gefunden, der war in einer Box. Und der klang so. Ich hoffe, unser Video hat dir gefallen und weitergeholfen. Wenn ja, dann lass uns doch ein Abo und einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Hochwertiges Werkzeug, Ersatzteile und Zubehör für deine Smartphone-Reparatur findest du bei uns im Store. iDoc – alles für dein Smartphone. Weitere hilfreiche Videos findest du hier.